Uns umgeben täglich Mauer an der Wand, ob im Büro sitzend, in der Werkstatt arbeitend, im Restaurant essend oder daheim beim Wohnen. Die Wände sind unsere täglichen Begleiter. Und doch ist es komisch, wenn wir sie zu lange anschauen oder auf eine Wand starren, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Habt ihr euch schon mal gefragt, aus was eure Wände sind, die ihr daheim habt, die ihr euch bewegt? Warum hat die Oberfläche von der Wand, von einer Steinwand oder von einer harten Wand, die Sandstruktur? Und was ist echt für eine Farbe drauf gestrichen? Im heutigen Worldcrafts Talk werden wir eine Reise machen, vom Fels zur Wand. Und zwar, dass ihr oder ich auch in Zukunft wisst, was ist denn der tägliche Begleiter, die Wand, aus was sind die und wie sehen die genau aus? Einer, der die Geschichte und die Herstellung von Wand besonders gut kennt, ist heute mein Gast. Er wohnt im östlichen Teil der Schweiz, im Engadin, ist Sgraffito-Künstler und, das darf man sagen, der Fachmann vom Kalkbrennen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute im Worldcrafts Talk den Johannes Wetzel zu begrüßen. Herzlich willkommen, Johannes. Danke für deine Einladung, Philipp. Du bist hier im Engadin aufgewachsen, in einer Region, die vor allem eben bekannt ist für diese Graffito-Fassade, die Wände, die eben verziert sind, wo es üblich ist, auch den natürlichen Baustil oder die Baustil, den historischen Baustil zu pflegen. Eine sehr aufgeräumte Region von der Wand, wo die Wände wirklich Wichtigkeit bekommen. Wie ist für dich die Wand? Was bedeutet dir eine Wand? Schaust du einfach auf die Wand? Ist das einfach deine Umgebung? Oder schaust du doch ein bisschen tiefer in die Wand? Ja, das kann man so sagen. Ich beobachte Sgraffitos. Auf den Sgraffitos suche ich oft Details, versteckte Details. Auf Fassaden von anderen Künstlern sind sehr interessant zum Anschauen. Und gewisse haben dann noch kleine Details versteckt. So schaue ich Sgraffito-Wand an. Und sonst, wenn als Handwerker eine Wand, die verputzt ist, schaue ich natürlich die Struktur an, Kellerzug, hat eine Spur hinterlassen, wie glatt ist es abgeglättet worden, so Sachen, wie genau sind Details ausgeschafft, das interessiert und gefällt mir anschauen, weil man auch dort eine Hand von einem Handwerker erkennt. So. Und das sind ja also Tätigkeiten, die du machst, und zwar eben mit einem speziellen Material, mit dem Kalk. Ja. Von genau. Wo kommt denn das Interesse, das du hast? Eben, ich habe gesagt, du bist einerseits mit dem Sgraffito-Künstler, wo du Kalk brauchst, die verschiedenen Techniken von Oberflächen, von Wand, wo du Kalk brauchst, und eben auch der Kalkbrenner. Was ist denn genau die Motivation, oder von wo kommt denn das Interesse zu dem Kalk, zu dem Werkstoff Kalk? Also ich habe ursprünglich habe ich Maurer gelernt und halt in dieser Region, wo es so viele Häuser hat, die mit Kalk gebaut sind, hat mich eigentlich die alte Materie interessiert und ich habe einfach gemerkt, dass man mit modernem Material es wird ein ganz anderes Mörtel auftreibt als ursprünglich, und so habe ich mich eigentlich angefangen interessieren, was sie früher gemacht haben. Mhm. Sehr spannend. Und du bist ja eben, du hast gesagt, eben, du hast Maurer gelernt, aber du hast ja auch ein bisschen eine Vergangenheit in der Familie, also dein Vater hat ja auch schon eben mit Kalk gearbeitet. Genau, er hat auch mit Kalk gearbeitet und er hat mit industriellem Kalk gearbeitet
Und ich habe mich dann immer mehr interessiert für die Antimaterie, wie hat man das hergestellt und so weiter. Und habe während der Lehre, die ich auch in der Familie gemacht habe, habe ich im Kundenmaurergeschäft Lehre gemacht. Und dann haben wir für die Prüfung Übungsobjekte müssen machen. Und dort habe ich eigentlich mit 16 angefangen, Graffitos zu kratzen. Und so hat sich etwas in Bewegung gesetzt in mir. Jetzt ist ja, wenn man eben selber an den Werkstoff braucht, das ist ja das Eis, da ist man interessiert eben am Werkstoff, tut das nachher verarbeiten. Aber es heisst ja noch lange nicht, dass man das auch gerade selber produzieren will. Also Kalkbrennen heisst ja, deinen Kalk selber herstellen. Ja. Ist denn das, hast du dem Kalk, der auf dem Markt ist oder was gibt, nicht ganz getraut? Oder hast du gesagt, nein, wenn, dann will ich vom Stein bis zur Wand alles selber machen? Oder von wo ist denn das gekommen, das Interesse? Dass ich dem anderen Kalk nicht traut, würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe auch schon mit anderem Kalk geschafft und es funktioniert gut eigentlich. Aber mir, ja, wenn ich mich für etwas interessiere, dann von Grund auf. Und und wir haben so viele Kalkhöfe hier im Tal. Dann habe ich bei einer Restauration an einem Schloss, im Schloss der Asp, haben wir angefangen. Dort habe ich Kalk zugekauft, wo ich nach verschiedenen Kursen, die ich gemacht habe, auch um mich spezialisieren auf Kalk. Und dann sind wir dort mit dem im Gespräch gekommen und gesagt, wir könnten auch selber einmal Kalk brennen. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. Und dann ist 2013 der erste Brand passiert. Ja. Und wo nicht ganz funktioniert hat. Aber das hat mich so fasziniert. Ja. Das Führen, das. Und nachher auch noch motiviert, auch obwohl ich Fehler gemacht habe, hat es mich noch mehr motiviert, um nicht einfach aufzugeben und weitermachen und wirklich herausfinden, wieso hat es nicht funktioniert. Es muss doch möglich sein, das selber herstellen ohne große Probleme und so, ja. Jetzt ist ja eben genau, also wir sind ja im Moment in Suren, sitzen wir hier vor einem alten Kalkofen. Also das sind ja riesige Ungetüme, gemurrte Werke, wo früher hier überall sind. Und mir ist aufgefallen, die letzte Zeit, als ich mich vorbereitet habe auf den Talk, immer wieder sieht man so Flurnamen oder Plätze. Zum Beispiel im Kanton Bern gibt es, wo ich gerade weiss, ist ein Grillplatz, der Kalkofen heisst. Und eben, das ist ja in der ganzen Schweiz, überall in ganz Europa, das ist regelmässig Kalk gebrannt worden. Und, so wie du mir erzählt hast, auch hier. Also es hat hier die Geschichte, wie ist das gewesen? Also hat es da wirklich alle paar Meter ist einer am Brennen gewesen, so wie du das heute machst? Ja, also sagen wir so, jede Gemeinde hat seine eigene Kalköfe gehabt. Da im Uinental zum Beispiel haben wir ungefähr 13 Öfen gezählt. Wo zum Teil sieht man sie noch, zum Teil sieht man nur so Bodenflächen, wo ganz viele weisse Steine haben. Und dann weiss man, okay, da ist einmal Kalk gebrannt worden. Und zum genau, wir reden immer über Kalkbrennen, aber da im Engadin, das Vorkommen ist vor allem Dolomit oder wirklich hauptsächlich Dolomit. Eben, das ist ja noch, die Steine sind unterschiedlich, wir kommen nachher noch drauf. Ja. Eben auch, eigentlich müsste man sagen, Dolomitbrennen hier im Engadin, genau. Weil eben der Stein ein bisschen anders ist als Kalkbrennen. Ja, er ist viel härter, dauert auch länger zum Brennen. Man muss den Ofen auf 950 bis 1000 Grad aufbringen, dass er wirklich durchbrennt ist. Und ja, wie du vorher gesagt hast, verschiedene Kulturen in ganz Europa ist Kalk gebrannt worden. In Griechenland auch, Marokko habe ich auch Kalkhöfe
gesehen und bin in Spanien. Ich habe ein paar Runden gemacht, um es anzuschauen, wie es die anderen machen. So habe ich auch Erfahrungen sammeln können. Und wie war das? Also eben, du hast gesagt 13 nur in diesem kleinen Tal da hier, ja. 13 Öfen hat es gehabt. Was sind denn das für Leute gewesen, die gebrannt haben? Hat jeder Ofen wiederum ein Brand gebrannt? Oder war das einer gewesen, der für alle zuständig war? Das weiss ich nicht ganz genau. Es sind Familien gewesen, die gebrannt haben. Und zum Teil hört man, dass die Leute auch weitergezogen sind und Brand für Brand gemacht haben. Ich bin da, will ich nicht gross etwas sagen, weil ich ehrlich gesagt weiss ich nicht genau, was. Es ist auch in der Dokumentation, findet man auch nicht gross. Ich habe auch Sachen gehört, dass eben früher haben das Landwirte gemacht, weil sie auch gebraucht haben für zum Stell desinfizieren, zum die Mauern flicken, Brandschutz und so weiter. Ich denke, wahrscheinlich hat es auch Leute im Dorf, die das haben können. Es ist so etwas Normales gewesen, die Kalkbrennerei, dass es ist von Mund zu Mund überliefert worden. Und deswegen ist es auch eine Art in den letzten 100 Jahren oder mehr verloren gegangen. Und das ist ja interessant, eben, es war total normal gewesen, man hat gar nicht gross geschrieben, weil jeder hat gemacht, jeder hat selber Kalk gebrannt. Ja. Und plötzlich, oder jetzt eben die letzten Jahre, sind eben Kalköfen Grillstellen oder total überwachsen, zusammengefallen, etc. Zugeschüttet. Und es gibt gar niemand mehr, der das macht. Warum ist denn der Bruch, dass plötzlich nicht mehr gemacht wird, wenn in so einem kleinen Tal wie hier 13 Öfen sind, ganz Europa gemacht und plötzlich ist es fertig? Ja, es hat dann angefangen mit der Industrialisierung. Die Leute, auch nach dem Krieg und so, haben das Material gebraucht, um schneller wieder aufbauen können. Und dann ist der Zement dazugekommen und da im Engadin ist 1904 die Bahn auch gekommen und dann haben sie können auch da das Tal mit Zement beliefern. Und das ist für die Leute dort ist das ein Material gewesen, wo schnell hart geworden ist. Sie haben können schneller etwas flicken. Sie haben gemeint, weil es viel härter ist, ist es auch viel besser, hält länger. Was man jetzt mit den Jahren über Jahre dann herausgefunden hat, dass der Zement auch nur, sagen wir, teilweise kann einsetzen. Also es ist nicht schlecht, aber man sollte jedes Material am richtigen Ort einsetzen. Also wäre eigentlich, Kalk wäre nach wie vor ein grosses Potenzial. Genau. Ich meine aus ökologischen Gründen. Ja. Der grosse Unterschied vom Kalk zum Zement ist, bei der Zementherstellung wird CO2 freigesetzt, aber nachher vom Zement nicht wieder aufgenommen zum Abbinden. Und beim Kalk ist es so, man brennt, man lässt auch CO2 raus, aber der nimmt es zum Aushärten, braucht der Kalk das und nimmt es wieder auf. Und das über Jahre nimmt er wieder den CO2 auf und man kann sagen, es ist dann so ungefähr CO2-neutral, würde ich behaupten. Ja. Jetzt eben nochmal, du hast schon angetönt, 2013 hast du gesagt, jetzt probiere ich es mal selber und hast einen Brand gemacht. Du hast ja nicht... eben nichts gehabt, nicht einfach jemandem zuschauen können und sagen, jetzt mache ich das auch mal. Wo war denn der Brand gewesen? Und ist der Ofen da schon bestehend gewesen? Das ist bestehend gewesen. Ja. Und hast du den restauriert, dass du den hast können brauchen konntest? Nein, der ist restauriert. Der ist restauriert gewesen. Zum Glück haben sich ein paar Leute auch hier im Tal eingesetzt und haben auch die Öfen
gerettet. Und auch hier in Suren jetzt hat ein Freund von mir auch vor mir brennt. Von ihm habe ich ein paar Tipps gekriegt, aber er hat es auch selber nicht gewusst. Mhm. Und dann habe ich den Ofen gefüllt und einfach viele Sachen falsch gemacht, wo man erst im Nachhinein tut, man sich überlegt, was ist da schlecht gelaufen. Zum Beispiel Kamin, ein grosser Fehler war ein Kamin, der bis ganz außen ist. Mhm. Und auch durch den Lehmdeckel. Dann haben wir kein Lehm gehabt, es war Winter gewesen. Wir haben alles nur mit Dachziegeln zugedeckt. Ja. Dann haben wir zu wenig Stein gehabt, haben nicht mehr können holen. Dann haben wir zum Kuppeln machen, obendrauf haben wir es noch mit Sickerkies gefüllt. Und einfach grobe mhm. Fehler. So. Mhm. Aber jetzt gleich nochmal, du hast gewusst, dort oben ist einer, ein Ofen. Und jetzt ist ja, oder ich weiss nicht, ob das im Engadin möglich ist, dass man da einfach dort hergeht und den mal füllt und das Feuer macht. Nein, klar, man muss die Gemeinde fragen, man muss es abklären und so. Aber ich muss sagen, unsere Gemeinden da haben das unterstützt. Von Zernetz bis zum Naun haben wir Schkoll, Ramosch, Valsot, haben alle unterstützt und zugesagt. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass das so angenommen worden ist und auch eine gewisse oder eine Wertschätzung da ist, dass jemand das noch macht. Mhm. Und ja, wir probieren auch immer mit den Kindern etwas zu machen und ihnen das Material zeigen, näher bringen, auch das sehen, aus was bestehen eigentlich die Dörfer, wo wir wohnen, oder? Mhm. Da vielleicht gerade eine Anmerkung, du hast ja jetzt einen Innovations-, also Engadin gibt auch einen Innovationspreis, ja. Vergibt den, und du zusammen mit Kalkwerk, genau, mit dem Verein, habt den gewonnen. Also eben der Kanton oder das Engadin setzt wirklich auch auf die innovativen Leute, die hier eben einen Kalk wieder machen, eigentlich etwas ganz Altes wieder aufleben lassen, das, als innovativ. Genau, ja. Und die Gemeinden unterstützen das. Die Handwerker, muss sagen, Handwerker sind wenig rum, die wirklich den Mut haben, mit selber brennendem Material zu arbeiten. Aber da bin ich auch dran und probiere, die Leute zu motivieren und zu sagen, aber es ist nicht so einfach. Das glaube ich. Ja. Du hast gesagt, der erste Brand war im Winter. Ich weiss noch, du hast schon einen YouTube-Film gemacht über den und hast da richtige Eiszapf am Bart gehabt. Ja, das ist kalt so. Und ich glaube, es war wirklich also eine rechte Herausforderung. Ja, ja, das war es, ja. Mhm. Und die Eiszapfen, das sind so ein bisschen ein Gag zum Leute zum Lachen bringen. Genau, das ist dir sicher gelungen. Aber es ist kalt gewesen. Ich habe auch im Winter dort oben habe ich das Zelt mitgenommen, habe dort übernachtet, um immer dabei zu sein, um zu schauen, was passiert und so. Aber man hat einfach, auch beim Füllen hat man die Steine, die von einem Haufen waren, haben wir müssen mit dem Pickel rausnehmen und die Mauer. Es ist einfach zäh gsi und deswegen nachdem haben wir entschieden, das machen wir im Sommer, dass auch Familien kommen können. Dann schauen wir, dass es in der Ferien stattfindet, dass wirklich Leute sich Zeit nehmen können und dass mehrere Generationen auch sehen und auch wer es lernen will, kann gerne bei uns vorbeikommen und ich zeige es ihnen gern, weil es ist auch in meinem Interesse, dass das wieder auflebt, dass man das wieder ein bisschen mehr in unserer Kultur reinnimmt, weil viel sagt man, ja, Kultur ist Musik und Literatur Dance, und Literatur. Aber Kultur ist für mich auch
Kalkbrenner ist auch Kultur. Was ja auch wiederum für Gebäude, also historische Gebäude ebenso wie neue Gebäude eben braucht. Also es braucht dann ein Handwerk für ein materielles Kulturerbe, also Häuser etc. nach zu erhalten und zu bauen. Ja, es ist so, ja, das ist so. Ich brauche es jetzt für Restaurationen und für neue Sachen. Also es ist nicht, weil es ein altes Material, ein alt bewahrtes Material ist, dass man nicht neu kann gestalten damit. Jetzt komme ich gleich nochmal auf den Ofen. Jetzt eben, wir sind hier in Suresnes. Ein bisschen weiter hinten ist am Brennen. Also dort ist jetzt voll am Einführen. Am Samstag hat man angezündet. Es sind viele Leute am Helfen. Ich habe jetzt, also vielen Dank, dass du da schnell von dem Feuer weggehst und daher mir kommst die Antwort oder die Fragen beantworten, die ich dir stelle. Gerne, ja. Jetzt vielleicht gleich nochmal. Zuhörer, die jetzt denken, ja, wie sieht denn so ein Ofen aus? Kannst du den mal beschreiben? Ein Kalkofen, also wie sieht der aus? Also ganz einfach beschrieben, es ist ein Zylinder, der in einem Hang eingebaut ist, wo mit Erde auch umhüllt ist. Wichtig ist, dass die Ofenwand mit anderen Steinen gebaut wird, zum Beispiel Granit oder da haben wir halt im Engadin haben wir viele verschiedene Gesteine vorkommen, was auch in anderen Kantonen wahrscheinlich auch der Fall ist. Wichtig ist, dass die Hülle mit anderen Steinen. Eben, dass dann die nicht, also nicht kaputt nicht, sind. Oder ja, dass die nicht schmelzen, sind. Also schmelzend, dass die nicht mitbrennen wie der Kalkstein. Oder nachher, wenn es feucht wird, zerkeilt das wieder. Und es ist ein Zylinder mit einer Schnauze. Unten dran ein Feuerloch. Vielleicht noch von der Dimension. Also, so wie ich es etwa einschätzen kann, ist etwa die Höhe 3 Meter. Oder wie? Der hier ist jetzt etwa 3 Meter und 2,10 Meter Durchmesser. Also, das ist ein Rechtofen. Also das ist nicht nur einfach ein Grillofen. Nein, es ist ein kleinerer. Der Terrasse, den ich brennt habe, ist so, der ist etwa 3 Meter breit und 4,50 hoch. Dort habe ich mir viel vorgenommen, als erstes. Und der in Schärl, der ist vielleicht ein Drittel grösser als der jetzt in Suresnes. Von dem her, wichtig beim Kalkofen ist, dass er höher ist als breit, wegen einem guten Zug nachher. Wie ein Kami bei einem Haus. So. Genau, dann zieht er gut. Jetzt ist ja, eben, du sagst eben, die sind in einem Hang innen, also der bleibt nachher, also der hat nicht jedes Mal neu gemacht, also eben, der muss so stabil sein, dass er eben einen hohen Brand aushaltet. Ja. Und jetzt ist der Ofen ist parat, ohne das Loch, wo man den einführen kann. Jetzt gehst du einfach Steine drin, oder wie ist denn das nachher? Nein, also in dem Zylinder hat es noch ein vorgemauertes Bänkli, auch mit anderen Steinen. Und dort tut man dann anfangen, die Dolomitsteine biegen. Und bis auf eine gewisse Höhe. Nachher wird ein Leergerüst gemacht, wo man dann ein Gewölbe kann mauern kann. Also so wie in einer Halle von einer Kirche zum Beispiel? Ja, es entsteht wie eine kleine Kapelle, dann nachher die Feuerkammer ist. Mhm. Und die Feuerkammer muss etwa ein Drittel vom Volumen sein, wo man füllt. Dann. Und dann hat man die Feuerkammer und das Gewölbe tut man mauern bis an den Ofenrand, dass das Gewölbe nicht auseinander gehen kann. Nachher, ab dieser Höhe, lässt man dann ein bisschen Luft von den Dolomitsteinen zum Ofenrand. Ja. Und mit dem Luftring, der entsteht, ringsum, kann man nachher dann die Temperatur steuern. Dann füllt man das, zum Teil, wir füllen jetzt auch bis über den Ofenrand. Dann brennen wir, lassen die Feuchtigkeit von den Steinen raus und nachher wird dann ein Lehmdeckel drüber gemacht. Ein Lehmdeckel drauf? Jetzt. Ein Deckel. Und man merkt dann beim Deckel, habe ich gerade vorher gemessen, haben wir auf dem Lehmdeckel ungefähr 170 bis 200 Grad gehabt und in diesen Luftlöchern, die eigentlich wichtig sind für die
Luftzirkulation im Ofen, habe ich 450 Grad gemessen. Also, so zwei, 250 Grad Unterschied oder auch mehr, wo man sagt, okay, der Deckel ist wirklich wichtig, zum wenig Holz brauchen und dass der Brand auch zügig vor... Wie ein Deckel auf einer Pfanne, oder? Wo nachher dann wirklich genau, das heisser lässt. Ja. 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 Jetzt die Steine, die dort drin, eben, du sagst, Mauern nachher auf. Ich weiss, ich habe es gesehen, eben, du tust da jeden, es ist wie ein Puzzle, das du machst. Jeder Stein wird wirklich an den richtigen Ort da. Der muss, also da kann nicht einfach jeder... Du hast dort nachher, tust das genau schön her, dass es ein System hat. Genau, wie gross sind denn die Steine? Ja, ich würde sagen, die grössten, also man fährt im unteren Teil vom Ofen fährt man mit so vielleicht 40, 50 cm lange Steine an. Etwa zwischen 30 und 50 Kilo schwer. Maximum 50 Kilo. Zu gross müssen sie auch nicht sein. Aber dann geht man eigentlich von zunderst bis zoberst werden die Steine immer kleiner. Und am Schluss oben unter dem Deckel hat es noch eine dünne Schicht, die nur so fußgross ist. So. Oder? Und das heisst, auch während dem Brand ist dann brennen die regelmäßig durch. Oder? Die grossen zunderst sind dann auch durchgebrennt. Und dann geht die Temperatur auf und runter. Und auch bei den kleinsten Steinen oben kommt die Temperatur bis im Inneren des Steins. Das ist wichtig, zum dann nachher weiterverarbeiten, dass sich der Stein ganz auflöst. Sonst hat man so Knollen im Mörtel, wo eigentlich... Zum Verarbeiten auch nicht gut ja, es ist dann mühsam zum Schaffen. Genau. Die Steine, von wo... Also du hast gesagt, eben Dolomitsteine. Wo kommen denn die her? Also die holt man die in einem Steinbruch? Oder ich sehe da jetzt gerade nebendran ist ein grosser Bach. Wir haben keinen Steinbruch gross in Gadin, vor allem nicht wegen Dolomit. Sind die ganze Bergkette da ist, sind Engadiner Dolomiten. Wir holen Steine mit Absprache mit der Gemeinde in Schjarl. Es hat dort das Tal, das Trill heisst. Und dort kommt das Material, mit jedem Gewitter kommt neues Material wieder oben runter und sie müssen reingehen mit dem Bagger die Straße freischaufeln. Also, der Abbruch, der Steinbruch passiert eigentlich auf eine natürliche Weise. Und Man tut eigentlich an der Natur nichts verändern. Das ist nicht der Nein, sie tun es nicht, nehmen es von der Straße weg und tun es den Hang durch abwerfen. Und auch wenn wir die 14 Kubik Steine gehen, sammeln, man sieht. 14 Kubik sind 14, drin. Ja. Man sieht nichts. Wenn wir den Platz verlöhnt, sieht man nicht, dass dort etwas genommen worden ist oder so. Von dem her kann ich sagen, es ist auch eine Art ein bisschen Aufräumarbeit. Genau, und eben eigentlich aus der Region, also es ist nicht irgendwie Kalk, denkt man manchmal an eben im Jura oder so, also das kommt nicht von weit weg, sondern wirklich hier aus dem Nachbartal und theoretisch könnte man sogar einfach neben dem Bach Eigentlich könnte man Ich denke auch, ein bisschen weiter hinten sieht man dort Stellen, wo weisse Steine haben, wo's früher erbrennt hat. Wir würden gerne, auch hier im Valduin könnte man auch Steine holen. Was ist die Strasse von innen ist sehr gefährlich. Und wir haben es einmal gemacht, mit dem Ebi, mit dem Traktor. Aber wenn der voll war und der steile Weg durchab, nur mit Kies und so, haben wir gesagt, nein, wir wollen nicht riskieren, dass jemand das Leben verliert, nur zum so nahe wie möglich sein und machen jetzt, sagen wir, einen halbstündigen Transport daher. Und es ist immer noch näher, als wenn man von Süßmaterial hernimmt. Oder auch der Zement, der von irgendwo herkommt, vielleicht sogar weltweit.
ja, nachher hergebracht wird. Oder? Ja, wo man gar nicht weiss, wo wird es überhaupt, genau, hergestellt. Weil dort viel wird in Deutschland hergestellt. In Italien, mhm, hat es Industrie, es hat, mhm, Österreich. Man weiss nicht genau, wo, wie der Handel dort läuft. So. Mhm. Ja. Jetzt, was mir noch ist aufgefallen ist, dass viele Kalköfe immer näher bei einem Bach sind. Ja. Warum ist das? Hast du da eine Erklärung? Weiss man das? Eben, es sind ja viele Sachen, eben, sind einfach, aber durch das, dass eben die Kultur wie ausgestorben oder fast ausgestorben ist, weiss man da nicht mehr genau, eben, warum dass man das eben gemacht hat. Aber hast du da so eine Erklärung, warum dass man das so jetzt näher, jetzt gerade hier eben die 13 oder da in dieser Region, wo jenste eben an den Bach sind? Also ich habe mir schon Gedanken gemacht. Vielleicht haben sie einerseits auch zum Bachstein rausgeholt, andererseits habe ich das Gefühl, dass, weil die Schnauze, dort wo Luft zukommt, ist immer Richtung Bach ausgerichtet. Und ich denke, das haben sie gemacht, wegen der Luftzufuhr, dass der natürliche Zug von der Luft gerade direkt indirekt in den Ofen dann hineingeht. Aber es ist eine Theorie von mir, weil ich habe auch andere Öfen gesehen, wo das nicht haben, wo nicht an einem Bach ausgerichtet sind. Deswegen kann ich nicht genau sagen, ob das wirklich auch stimmt, was ich mir überlegt habe. Aber es ist einfach komisch, dass die meisten wirklich richtig Bach oder Fluss und eben dort, wo man, also nicht zum Innenfüllen, sondern wo man eigentlich durchführen, genau, also eben wo der Brand unten, wo das Feuer brennt, dass das gegen das Wasser schaut, ja, ist ja speziell auch und nicht umgekehrt, dass, genau, man sagt, ja, zum Einfüllen ist besser, wenn man die anderen Weg, also von dem her kann das gut sein, ja, ist aber auch ein bisschen ein Geheimnis, das man vielleicht nie genau lüften kann. Das ist so, das kann man nicht. Jetzt ist ja so, eben, wir haben gesagt, das wird nachher aufgemauert bis zu oberst, sogar fast einen Meter drüber noch, ja, mit einem Bogen, schönen Bogen abgeschlossen. Ja. Und jetzt fängt das an, das Brennen. Also dort, ja, es wird ja mit Holz brennt, ja, die ganze Brand, die startet. Und so wie ich gehört habe, ist ja das immer auch so ein Volksfest gewesen, zum Anzünden, oder wie ist das genau gewesen? Ist das ja, so es ist nicht? Schon, es hat auch schon, ja, es ist etwas Grösseres gewesen, auch, ich denke auch für die Leute, und dann sind, haben die Leute dann das Essen vorbeigebracht vom Dorf, und es ist auch eine Gemeinschaftsarbeit jeder, der Kalk gebraucht hat, hat auch müssen Karetten oder zwei Herren führen, und dann hat er nachher können Kalk haben. Und die Kalkbrenner haben, habe ich mal etwas gelesen, irgendwie eine Flasche Wein für die Nacht und noch Brot und etwas zu essen gekriegt. Ach so, das ist so ein bisschen die Tradition gewesen, ja. Und dort habe ich auch gesehen, eben, du tust anzünden, auch wirklich traditionell, gell? Also ja, nicht einfach nur mit Benzin drin und Hü und Hopp, sondern du tust mit dem Eisen, also Funkenwurf, das anzünden. Warum machst du das? Ich weiß nicht, ich habe so wegen dem Feuergeist, dass für mich ist das einfach ein bisschen eine Art ein Ritual, dass auch, dass der Brand gut geht. So. Ja, dass wirklich das nicht einfach eben nur mit dem Feuerzeug nicht und Benzin, sondern schnell wie alles muss gehen heutzutage, dass man sich Zeit nimmt, mal um den Feuergeist wecken und dann geht es los. Letztes Mal hatte ich eine halbe Stunde gehabt, zum Anzünden, nur weil alles feucht war. Ja. Und dann muss man einfach Ruhe bewahren, und dann irgendwann kommt die Flamme schon. Aha. Ja.
Und dann kommt sie, und zwar heftig, gell? Ja. Am Anfang noch ein bisschen zaghaft, weil man noch nicht eben, zuerst muss die Feuchtigkeit rausbringen. Ja. Und nachher, eben, es braucht viel Helfer, weil man tut wirklich 24 Stunden führen, über mehrere Tage. Und dort braucht es ja sehr viel Holz. Ja, wir haben in den letzten Bränden etwa 60 Stern Holz gebraucht. Und ich habe einmal nur grob ausgerechnet, also der Stein verliert 47% vom Gewicht. Wir haben einen Ertrag von etwa 7 Tonnen und ich habe einmal ausgerechnet, ungefähr wird man dann so zwischen 40 und 50 Tonnen Mörtel können herstellen mit dem. Mhm. Ja. Aber nur grob, wirklich grob. Und ja, man sagt, ja, es ist so viel Holz, aber wenn man es vergleicht, dann hat man dann gleich nur eine rechte Masse an Mörtel, die man kann herstellen kann. Genau. Eben, die Steher, das ist ja, also das ist Holz, das ist Spalt, der 1 Meter lang ist, ja. wo nachher reingeworfen wird in das Loch unten, wo ja. sehr heiß nachher auch ist. Das, ja. Und dort nehme ich an, eben, gutes Holz ist Buchenholz oder so, oder was nimmst du da für Holz? Wir haben Tannen, Lärchen, sodass wichtig ist, dass Nadelholz nimmst, weil Laubholz haben wir auch mal ausprobiert und das hat so viel Glut gegeben, dass man nicht mehr eine gute Luftzufuhr gehabt hat. Ich habe zwar gehört von meiner tschechischen Kollegen, dass sie zum Teil, weil sie in den Wäldern auch Buchen haben, tun sie mit Nadelholz und Buchen führen, also tun sie mischen, aber ich will da nicht von anderswoher Buchen herholen, genau. Das macht aber Sinn. Eben eigentlich... Aber weil Lärchen hat eigentlich auch einen guten Brennwert, heizt recht. Mhm. Aber eben eigentlich ist gar nicht so gut, wenn eben Glutbildung, das, was man vielleicht beim Grillieren oder beim Heizen nachher, in einem Ofen daheim, tut man am Schluss zuerst ein bisschen mit tannigem oder fichtigem anzünden und nachher legt man Buchenholz drauf, dass Wärme recht lang nachher behalten, das ist gar nicht unbedingt gefragt, weil eben das nachher wie das Feuer erstickt und durch das der Brand nicht gut kommt. Ja, dann geht es langsam. Mhm. Man braucht wirklich Flammen. Mhm. Man braucht Flammen, das genau das Gegenteil beim Grillieren, will man nicht gerade Flammen, weil sonst ist es nicht gut, aber da brauchen wir. Aha, brauchen wir die Flamme. Auch die Flamme, dass nachher das Feuer bis oben kommt zu diesen Steinen. Also die werden ja dann wirklich gebrannt. Also wie etwas, wo man eine Tonware oder so, werden die Steine gebrannt. Ja, das wir gehen bis auf die 950 bis 1000 Grad rauf. Mhm. Und man merkt auch, also der Ofen nimmt immer mehr Holz, je heißer es wird. Musst immer auch schnell regelmäßiger Holz nachgeben. Und es passiert eigentlich alles recht automatisch, auch nachher am Schluss. Die Steine beim Setzen gehen dann die Luftkanäle tun sich ein bisschen schliessen. Und dann ist fertig. Dann geht es gar nicht mehr zum Holz nach. Dann ist einfach. Es ist auch ein bisschen. Natürlich steuern. Genau. Etwas, was wir vorhin noch vergessen haben, gell? Du tust auch Chemie drin. Also das sind Stämme, die nachher in diesen Steinen liegen, die dann verbrennen. Und so wie ein natürliches Chemie gibt. Dann hast du du hast nachher einen Kamin, wo nachher noch die heiße Luft besser verteilt im Ofen. Und jetzt ist ja eben die Feuchtigkeit von den Steinen, das ist nach einer gewissen Zeit, wo das rausgeht, das ist aber beim Dolomit nicht viel, also relativ schnell sind die trocken. Und nachher tust du ja oben drauf wirklich mit Lehm den Deckel zu, den du vorher hast gesagt. Und man kann sich das, glaube ich, wirklich so vorstellen, dass sie etwa 4-5 cm oder mehr Lehm, wo man drauf tut, aber zuerst noch
mit Tannen zuerst? Oder wie ist denn ja, genau der Aufbau? Genau, Tannennestchen tue ich auf den Stein und dann den Lehm drauf, einfach damit sich, dann gibt es eine Trennschicht zwischen Lehm und Steine, und Stein. Ja. Dann hast du wie eine Trennschicht dazwischen, wo dann die Steine nicht mit Lehm verschmutzen, sozusagen. Mhm. Und da hast du eben auch gesagt, du machst nachher die Löcher, weil du hast mir im Vorfeld auch gesagt, weißt, wenn der Deckel ist gut, aber wenn die Luft nicht mehr durchkommt, genau, dann kann es gar nicht mehr so heiß werden. Also ja. Die Luft ist heißer als eigentlich die gestaute, also die Durchzugsluft ist heißer als die gestaute Luft. Ja. Und dann machst das, du nachher... Die Luft, das dort durch die Löcher im Lehmdeckel kann die Luft durchgehen und sonst, wenn man den Lehmdeckel einfach ohne Löcher macht, dann hast du keinen Zug mehr und dann geht es auch nicht zum Brennen. Und die Luftlöcher sind auch wichtig. Auch, man hat einen Luftring zum Temperatursteuern mit der Schamottsteine und zusätzlich kann man Loch für Loch dann auch einzeln zumachen, zum wo es weniger Temperatur hat, kann man dann anhand, wo man mehr Temperatur hat, macht man das Loch zu. Und dann schiebt sich die Temperatur über, wo man das Loch offen lässt, saugt es dort mehr. Ja. Und dann hast du dort mehr also Temperatur. Also wie eine Regulierung. Kannst, ja. Also auch wiederum wie beim Schweinehofen daheim, wo man die Löcher ein bisschen zutut, je ja. nachdem. Eigentlich ist es wie eine Klappe. Mhm. Klappe, wenn das Feuer mal abbrennt ist in einem Ofen, machst du die Klappe zu und dann, und wenn du willst, dass das Feuer brennt, machst du Klappen auf und dann brennt auch das Feuer und so. Ja. Und dann wird wirklich Tag und Nacht eingeführt, ich glaube fast eine Woche oder wie lange führt ja, ihr? Ja, etwa eine Woche. Eine Woche? Ja, sechs Nächte und 7 Tage. So. Wichtig ist einfach am Schluss, wenn man die 950 bis 1000 Grad hat, dass man die Temperatur noch etwa 24 Stunden behaltet. Und dann ist man sicher, dass es durch ist. Und vielleicht geht es gar nicht 24 Stunden aus dem Grund, dass die Luftkanäle immer kleiner werden und dann zieht er einfach. Dann zieht er auf einfach nicht mehr. Wie machst du das? Also ich weiss, du bist ein urchiger Engadiner, also, aber gleichwohl 7 Tage, Tag und Nacht. Wie tust du das machen? Also du musst ja auch ein bisschen schlafen. Ja, ich bin, ja, heute Morgen bin ich um 3:30 geschlafen und bevor ich geschlafen bin, habe ich nochmal kurz die Temperatur unter dem Deckel kontrolliert, habe noch ein paar Korrekturen gemacht mit dem Schamottstein, zum wirklich die heisse Luft dort anschieben, wo es weniger heiß ist. Und dann bin ich bis um 9 Uhr geschlafen und bin nachher wieder aufgestanden und einen Kaffee getrunken und, nein, geht's und dann, wieder. Dann geht's wieder los. Und ich gehe einfach wenig, ab und zu schlafe ich dann auch auf dem Stuhl und dann merke ich, ja, komm, jetzt kann ich liegen. Und ich brauche dann nicht viel Schlaf. Nach 6 Stunden wache ich automatisch auf. Man muss keinen Wecker stellen und so. Weil ja. das sehr wichtig ist, eben, dass es immer kontrolliert wird mit dem Regulieren. Also ja, man kann es nicht halt einfach überlassen, diesen Helfer und sagen, ja, schau, ich komme dann morgen wieder. Also du musst immer präsent sein, auch immer in Nähe sein und das auch überwachen. Ja. Das man braucht wirklich ein bisschen Gefühl, aber ich bin sehr froh, dass ich so viele Leute haben, die mitmachen und auch Freude haben. Wichtig ist, dass sie Freude haben daran. Und dann ist es auch nicht mühsam, um mit den Leuten zu arbeiten. Wenn es Fakt und das ist, die Stimmung ist ja immer super gut. Es ist gut, ganz spannende Leute, die da jeweils kommen. Ja, es bringt viele Leute zusammen aus verschiedenen, wie sagt man, Berufswinkel, genau. Es kommen von allen
Berufe zusammen. Und auch von anderen Ländern habe ich gehört. Eben, man hört Italienisch, man hört Englisch, man hört Deutsch. Ja, ja. Also es ist wirklich ein internationale ein Begegnungsort, wo internationale Leute da mithelfen. Ja, das. Ja. Jetzt, wir haben es gesagt, eben, es wird brennt, eine Woche lang. Du hast noch gesagt, ja, ich weiss noch, wo wir uns mal getroffen haben, ja, kommt am 4., 5. Tag, dann kommen dann die Flämmli. Ich habe immer gehört, ja, musst du die Flämmli schauen. Ja, das sag noch, was sind jetzt die Flämmli? Was bedeutet das? Das also die Entzündung von der Steine, die stattfindet. Und dann geht es für bis und dann werden die Steine wirklich entzündet. Ausbrennt bis da oben und deswegen steigen dann auch die Flammen. Ja. Das, warum genau die kommen, müsste ich noch nachgehen. Ich glaube auch Gas und so, die verbrennen und wirklich die Entzündung von der Steine stattfinden. Und eben, also in der Nacht leuchtet aus diesen Löchern, die wie ein bisschen aussieht wie ein Emmentaler-Käse oben drauf. Ja. Und dort kommen überall so 10-15 cm Flämmli raus. Ja. Also ein Spektakel auch. Ja, es ist, also man wartet nur auf die. Und dann, jedes Mal, wenn man nachschiesst, Holz, dann werden sie grösser und dann werden sie wieder kleiner und dann wieder. Es ist einfach, ja, das ist immer ein magischer Moment, wenn man wartet nur auf das eigentlich. Genau. Und nachher eben, sind sie durchgebrannt, dann sind sie ganz weiss, die Steine. Also zuerst sind sie ja so hellgrau hier, eben der Dolomit ist eher so ein hellgrauer Stein. Ja. Und wenn er dann ganz durchgebrannt ist, also das bedeutet bis drinnen, sonst gibt es noch die Möcken, die noch zum Verputzen nicht genau. gut sind. Das dann sind sie wirklich durch, ganz weiss. Das ist weiss und, ja, und wie Kreide. Aber ganz ähnlich, man kann es vergleichen mit Kreide, wenn man es anlangt und auch so ein bisschen bröckelig, weicher und dann weiss man, ist durch und dann macht man noch Probelöschung. Man nimmt ein paar Steine, lässt sie abkühlen, tut Steine drauf, Wasser drauf und wenn sie sich ganz auflösen, dann bin ich zufrieden. Jetzt sind ja eben, du hast gesagt, abkühlen. Und wenn ein Ofen eben von 3 Meter Höhe und über 2 Meter Durchmesser, wenn der nachher eben auf fast 1000 Grad aufgeheizt ist, dann ist der wahrscheinlich nicht in 1-2 Stunden abkühlt. Nein, der braucht eine Woche zum Abkühlen. Eine Woche, wo? Dass man es anlangen kann. Mhm. Weil dann nimmst du den Lehmdeckel weg. Mhm. Im besten Fall bleibt das Gewölbe. Es kann auch sein, wenn es regnet und so und ein bisschen Luftfeuchtigkeit die Dolomitsteine zum Auflösen bringt, dass der zusammenstürzt, das Gewölbe. Und dann fährt man auch ausräumen und das in Fässer abfüllen. Aber etwa nach einem Meter, wo man runtergeht, muss man ein bisschen warten, weil die Steine sind immer noch heiß. Eben, immer noch. Und eben, ich habe so eine Geschichte gehört, eben, wo auch schon Leute, weil es so fein war, nachher sich ins Gesicht haben gestrichen oder so. Das ist ein anderer. Nein, das ist ätzend. Mhm. Man sollte auch mit Händchen arbeiten, mit Brüllen arbeiten. Und das war so ein Fall gewesen. Ich habe den Leuten gezeigt, wie man löscht. Und dann bin ich zu anderen Leuten her, gehe erklären. Und schaue über zu dem Kübel Sumpfkalk, den ich dort hatte. Und das ist wirklich, es ist eine schön weiche, butterige Masse, so, wenn man es anlangt und so, ist wirklich sehr schön. Wie ein Quark. Und dann sehe ich, dass eine Frau sich das ins Gesicht schmiert. Und dann bin ich sofort abwaschen. Und dann sagt sie, ja, aber Lehm tue ich mir, aber das ist nicht das Gleiche. Das verätzt. Das, wirklich das aggressiv. Aggressiv, ja. Und das ist aber auch, eben du hast gesagt, man muss Händchen, Brühe anlegen, aber auch beim Ernten nachher rausnehmen, ist man natürlich dann voll. Eben, also ausgesehen, man muss Masken schaffen und schützen. Ja. Mhm. Und man muss Masken anlegen, Händchen und ein bisschen vorsichtig.
jetzt sind ja die Steine, eben, die nimmt man nachher raus. Du hast mir gesagt, eben, die eine tut man in ein Fass rein, also so luftdichte Stück. Genau. Und andere tut man eben, du hast es schon zwei, drei Mal gesagt, man tut die löschen. Löschen. Was ist denn genau löschen? Löschen ist, man tut Wasser drauf, dann fängt die exotherme Reaktion an, Steine lösen sich auf, bilden Hitze, es fängt an brodeln in den Wannen, wo man sie löscht. Und dann muss man sieben und in grosse Behälter oder in einer Grube abfüllen. Und dann kann man den Sumpf, dann ist es eingesumpft. Dann lässt man das stehen, dann setzt sich das und dann hat man in dieser Grube hat man dann den Sumpfkalk, das Hinterwasser oben drauf. Und das kann man über Jahre lagern. Das härtet nicht aus, wenn es nicht in Luft, mit der Luft in Kontakt kommt. Also eben eigentlich durch die Wasser CO2. Oder die Wasseroberfläche, das tut sich so tut es nachher ja, schützen, dass es auch kommt, nicht hart wird. Ja, kommt kein CO2 dazu. Und man kann es jahrelang lagern und das wird auch feiner und geschmeidiger. Dann kann man es für Anstrich, Finnpütz und so brauchen. Also eigentlich wie ein Wein in einem Fass, wo eben auch über die Jahre wie bessere Qualität nachher draus aussieht. Ja, genau, ja. Jetzt das Löschen nochmal, eben, also, das ist, also, wenn man zuschaut, eben, ein bisschen Wasser drauf tust auf die Scheide, das blubbert ja richtig, manchmal explodiert sogar. Ja. Und wird für heiß nochmal? Es wird bis zu, wir haben Temperaturen gemessen von 90 bis 100 Grad heiß. Eigentlich nur durch das, dass man Wasser auf einen kalten Stein legt. Ja, die exotherme Reaktion, ja. Und dort gibt es ja auch so Geschichten, glaub, wo nachher ein Bub mal ein Stückchen in den Hosensack genommen hat, oder was? Ja, ich habe das dort im Fass gehabt, haben's dieser Schulklasse erklärt und dann, ich kann ja nicht die ganze Zeit schauen, was die Leute machen. Ich habe gezeigt, es wird heiß und alles. Und dann hat ein Bub das im Rucksack hineingepackt. Also eigentlich eben der ein bisschen gestohlen? Also ja, einfach, gestohlen, der hat es gestohlen. Und dann hat es geregnet und der Rucksack ist nass geworden. Und dann hat sich der Stein angefangen aufzulösen. Es ist nichts passiert, aber es ist warm geworden. Aha. Und dann ist die Lehrerin zu mir gekommen und gesagt, ja. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, man geht auch nicht auf meinen Merit und tut dort einfach etwas mitnehmen, wo einem nicht gehört, oder? Ja. Und vor allem, wenn ich schon gezeigt habe, dass es heiß wird. Gefährlich wird, ja. Denn, wenn der Bub mir gefragt hätte, kann ich ein bisschen haben, dann hätte ich ihm erklärt, schau, da hast du ein Plastiksäckchen. Wo luftdicht nachher luftdicht und wasserdicht ist. So kannst du es mitnehmen, mach es mit den Eltern daheim, wenn du es zeigen willst. Mhm. Aber man muss aufpassen. Man nimmt einfach mit. Ich schaue jetzt immer, dass die Fässer irgendwo, wenn ich eine Baustelle habe, wo ich damit arbeite, kann ich das immer schliessen, weil es hat einfach Kinder, die dann vielleicht einmal, ich weiss, als Kind bin ich auch auf den Baustellen und neugierig gewesen, was dort läuft, wenn keine Bauarbeiter rum waren. Und deswegen weiss ich, wie es ist als Kind, oder? Dass man auch einmal, wir haben zum Beispiel, so Pistolen zum Nägel reinschlagen im Beton, und dann hat es so kleine Patronen gehabt. Und das haben wir mitgenommen und dann mit dem Hammer draufgeschlagen. Also, dann kannst du den Bub, der das gemacht hat, doch sehr gut verstehen. Ich kann ihn schon verstehen, was der Reiz war. Genau. Wir haben auch Glück gehabt, dass wir keine Augen verloren haben mit diesen Patronen. Genau. Also, ungefährlich ist Kalk nie. Nein. Zum Glück hat er es nicht in den Hosensack genommen. Ja, das wäre wahrscheinlich bei einem Verletzung. Ja, Platzregen hätte das können sehr schlimme Verletzungen gegeben. Ja. Also da ist das doch noch eine Lehre gewesen, dass er vielleicht das nächste Mal... Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass... ...gescheide fragt. Wenn man es sieht, dass es so heiß wird, dass man es einfach mitnimmt. Sehr gut. Jetzt aber eben auch bei Verwendung, eben einerseits
die Stückkalk, die du in Fässer tust, luftdicht abschliessest, dann die Sumpfgrube über Jahre tust drinnen nachher aufbewahren, ja, dort rausnimmst, um nachher eben auch deine Bauten nachher verwenden als, genau, Baumaterial. Jetzt habe ich sogar gehört, eben, du nimmst sogar, also, oder ich will noch zuerst schnell, also, den Kalk, den tust du ja auch mischen nachher, und für was brauchst du den alles? Also, ich mache mit dem Kalk, kann ich Mauern, Grundputz machen, Feinputz, und dann mache ich für den Grundputz, schaffe ich meistens mit dem Stück Kalk, mache einen Heissmörtel drauf und dann kann ich dick auftragen. Heissmörtel heisst, dass du das nimmst eben den Kalk und nutzt eigentlich das, eben das Phänomen, die Hitze mit dem Wasser und was noch Hitze gibt. Genau, dann tun ich in einem grossen Mischer drin, tun Sand drin, den Stück Kalk drin, den Stein, dann tun ich Wasser dazu und dann löst sich der Stein mit dem Sand im Sand auf, oder beim Mischen. Und dann durch die Exothermie-Reaktion ist der Mörtel noch warm und das klebt viel besser und man kann dick auftragen. Es gibt nicht gross Schwindriss. Mhm. Also wirklich super. Es hat eine größere Festigkeit auch beim Mauern. Ist am nächsten Tag hat er schon angezogen und wird auch nachher beim Abbindeprozess viel härter. Mhm. Und für feine Sachen tue ich den Kalk löschen, sieben auf 1 mm Korn und dann tue ich es einsumpfen, lasse es stehen und dann tue ich das mit feinerem Sand dann mischen und auf der Wand auftragen. Und eben das ist meine Faszination, ist, dass ich vom Fels nehme, dass ich im Ofen umwandle und wieder zu einer Art Fels machen in einer Wohnung oder, genau, auf einer Fassade. Mhm. Und eben nur Sand und Wasser und Kalk. Also es ist Sand, Wasser, nichts, kein Zusatz, kein Plastik, kein Kunststoff. Nicht. Nein, nicht. Also eben das sind so Hilfsmittel, wo man auch die Zusätze sind eigentlich Hilfsmittel, damit weniger Kenntnis muss haben, wie mit dem Material umgehen, oder? Und mit eigenen Mischungen und vor allem ohne Zusatz musst du sehr vorsichtig arbeiten. Du musst wissen, was passiert, wie muss ich reagieren. Eine Wand sucht mehr, die andere weniger. Aber das kann man lernen, das steuern. Wichtig ist, dass man die Wand, Backsteinwand muss schön nass machen muss, bevor du einen Grundputz machst. Ja. Nachher lässt du den Grundputz trocknen. Dann gibt es zum Teil Schwindrissli. Und dann machst du es wieder nass. Und dann machst du den Feinputz und so. Mhm. Und ja, der grosse Spagat, ich habe Freude, dass ich den grossen Spagat machen kann. Dass ich vom Rohrstein bis zum letzten Anstrich kann ich alles mit dem eigenen Material machen und sogar die Farbtöne mache ich mit einheimischen Steinen. Ich tue die zu Pigment pulverisieren und habe eigene Farben und es basiert immer, eben auch der letzte Anstrich brauche ich, wenn ich in der Freskotechnik arbeite, kann ich... Fresko heisst eben Fresko, nass in nass? Nass in nass, frisch in frisch. Ich mache einen Feinputz, lasse den antrocknen, dass er lederhart ist, immer noch feucht. Dann habe ich den angemischte und verdünnte Sumpfkalk, den ich mit dem Pinsel dann streiche. Und dann nehme ich die ganz feine Pigmente von den Steinen, die ich pulverisiert habe, und kann es aufspritzen oder mit dem Pinsel auftragen, ganz dünn. Und Pigment ist wichtig, dass die mit dem Sinterwasser, das wo auf dem Sumpfkalk oben drauf ist, in der Grube, die eben schützt, dass es nicht hart wird. Das ist gesättigt mit Kalkkristall. Und dann macht eigentlich der Feinputz, der Anstrich und die Pigmente, die ich dann drauf male, tun zusammen karbonatisieren. Sie binden
alles bindet alle zusammen ab. Und deswegen braucht man keine andere Binder dazu. Man kann eigentlich mit dem Stein, wo man brennt hat, kann man alles herstellen. Aha. Klar muss man vorsichtig, im Sockelbereich ist heikel, dort muss man auch mit anderen Bindemitteln schaffen, zum Beispiel hydraulischer Kalk oder Trass, oder dann macht man eigene Mischungen. Also, wie vorher haben wir es kurz vom Zement gehabt. Also, zum Beispiel, eine Abdeckung von einer Mauer, habe ich getestet. Nur mit Kalk ist es sehr schwierig, weil eigentlich, wenn man schaut, all die Häuser sind überdacht, es kommt kein Wasser direkt oben drauf. Weil da haben wir so extreme Temperaturunterschiede im Winter, wenn es im Herbst regnet. Und dann gefriert, dann platzt das weg. Und dann kann man sagen, okay, dann muss man dann kann man einen Kalkmörtel machen, wo ein bisschen verstärkt wird, entweder ganz wenig Weisszement, hydraulischer Kalk. So, wo man ein bisschen noch etwas reintut, weil eben andere du brauchst eine andere Härte gegen Eis, oder? Andere Anforderungen, ja. Die vielleicht früher, wo man das noch nicht können, einfach auch nicht gemacht ist worden. Und heute, weil man auch gewisse Wünsche hat und so, wo man die umgesetzt hat, nachher eben, aber man kann es auch mit dem Kalk lösen, schlussendlich. Ja, genau. Ich sehe, also, wenn man vertikal verputzt, ist der Kalk überhaupt nicht heikel. Es ist nur, wenn man eine Abdeckung nur mit Kalkmörtel macht. Also horizontale Flächen, wo eben das Wasser kann drauf stehen bleiben. So. Ja. Deswegen sollte man eigentlich nicht eine Abdeckung nur mit Mörtel machen, sondern mit Steinplatten. Wenn man Steinplatten auf einer Kalkmauer drauf tut und dann rein mit Kalk passiert nichts. Oder das muss man nichts anders machen. Also es gibt auch andere Mineralien, wo man zumischen kann, rohe Mineralien, wie zum Beispiel Trass verstärken. Das ist was? Das ist pulverisierter Vulkangestein, wo selber nicht abbindet. Die Oberfläche vom Trass wird angeheizt vom Kalk und dann wird es latent hydraulisch und wird auch unter Wasser abbinden und wird härter. Es wird eine härter. Festigkeit und so. Und ja. Also kann man sagen, eine natürliche Oberfläche, man hört manchmal so Sachen wie, ja, in dieser Farbe, das gibt Kopfweh, das macht, ist sehr aggressiv auch, man fühlt sich nicht wohl in gewissen Räumen, wo eben dann nachher mit Kunststoff vergüteten Sachen nachher gemacht wird. Also dann muss ja das eigentlich jeder, ein bisschen zu seiner Gesundheit schauen, müsste einen Kalk nehmen. Ja, wenn man ein gesundes Raumklima will, würde ich schon empfehlen, Kalk zu nehmen. Weil wenn man eine sperrende Oberfläche hat, dann lebt man wie in einem Plastiksack. Und der Kalk neutralisiert Gerüche, ist allergikerfreundlich, es schimmelt nicht. Wenn man keinen Zusatzstoff drin hat, hat man überhaupt keine Gefahr, dass es schimmelt. Also man kann wirklich, ich habe Kunden, die sagen, in den Räumen, die du gemacht hast, schmeckt es immer so frisch. Auch wenn wir ein Raclette machen oder Fondue, wo starke Geruch am nächsten Tag ist neutralisiert, schmeckst du nichts mehr. Es nimmt Feuchtigkeit auf, es neutralisiert die Düfte und du hast einfach ein sehr angenehmes, frisches Wohnklima. Also eigentlich ein Muss. Also man braucht, wenn man überlegt, sollte man eigentlich viel mehr nach Kalk brennen, um eben können den Leuten noch mehr das Wohlbefinden in der eigenen Wand nachher garantieren. Ja, das, ja. Jetzt habe ich noch... Einfach, ja, man muss dann aufpassen. So ein gesunder Menschenverstand, dass man jetzt nicht wie früher
zum Teil Wälder abgerodet werden. Mhm. Man müsste wie eine Balance finden, vielleicht noch mit Holz kombinieren und dass man eigentlich wirklich sparsam mit den Ressourcen umgeht, was eigentlich mit der Geschwindigkeit und was heutzutage alles gebaut wird, sehr schwierig ist. Sehr. Also eigentlich auch bei der Materialwahl drauf schaut, schon in der Planung, dass man sagt, ja, muss jetzt die Wand wirklich mit Stein sein und mit Verputz, könnte die vielleicht in Holz sein oder so, dass man wirklich dass auf man das kombiniert, schaut. Das Material ja kombiniert und so. Das ist ein ganz neuer Ansatz auch für die Architektur oder auch für den Bauherr, der sagt, eben, dass man auch materialgerecht nachher auch baut. Ja, ja. Weil ich meine, ja, auch Beton wird, überall wird Beton gebraucht. Auch, und zum Teil habe ich das Gefühl, man müsste auch einen besseren Umgang mit dem Beton finden und nicht einfach Beton reinpumpen, nur zum sicher sein, dass es hat. Weil man, wenn man es gut berechnen würde, könnte man auch mit feineren Betonelementen arbeiten. Als riesige Pfeiler machen. Wenn man das gescheit würde machen, könnte man auch mit dem Beton und mit dem Zement schön sparsam umgehen oder auch mit dem Pigment. Zum Teil wird Beton eingefärbt und dort braucht man tonnenweise Pigment, es macht keinen Sinn, dass ein ganze Betonmauer durchgehend pigmentiert ist. Deswegen ist es auch für mich nur am Schluss, hauchdünn, wo man sieht, und dann gehe ich auch schonend mit den Ressourcen um. Auch die Steine, die ich für Pigment sammle, ich gehe das mit dem Rucksack holen. Und ich tue nicht mit dem Pickel, mit dem Hebeisen, nicht abbauen. Ich nehme das, wo rumliegt, das, was vom Gewitter und so eigentlich zu mir kommt. Merci vielmals, Johannes. Ja, danke dir. Das ist, man kann sehr viel noch machen in dieser, mit Materialressourcen schonend. Der Umgang damit. Ich glaube, du bist ein perfektes Beispiel, wie man kann so anders mit der Natur umgehen. Ja. Und ich wünsche dir viel Erfolg jetzt bei diesem Brand, dass alle Steine wirklich gut durchbrennen. Danke vielmals. Und bedanke mich herzlich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. Ja, danke dir, Philipp. Merci. Hat mich gefreut. Mich auch sehr. Merci auch vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Worldcrafts Talk. Auf Wiedersehen miteinander. Auf Wiedersehen.